Moin Moin und willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit Starlink. Wir suchen Gregs, beziehungsweise was ist ein Gregs? Immer noch auf diesem Planeten. Wir können mal kurz hier die Karte gehen. Man sieht, das ist Haven. Das ist der Planet, wo wir uns gerade befinden. Das haben wir schon alles jetzt entdeckt soweit. Ich glaube, man kann alle Planeten komplett erobern und eindenken. Aber wir gehen jetzt erstmal Missions, dem Hauptziel nach. Das müsste auch, glaube ich, für uns am sinnmäßigsten sein. So, fliegen wir los. Hui. Oh, was passiert jetzt? Sandsturm? Was ist das? Da drüben. Ah, das ist ein Hüterturm. Ein Relikt einer längst vergessenen Ära, voller kostbarer Schätze. Für die, die es wagen, ihn zu stören. Wie auch immer, die sind seit Jahrhunderten nicht mehr aktiv. Aber sie scheinen noch gut bewacht zu sein. Soll das heißen, die Armee der Legion wird von einem alten Turm kontrolliert? Da führt uns das Signal hin. So. Fox 1, böser Kerl 0. So. Erinnerungsalarm. Legion entdeckt. Mehr Legion. Die kommen bestimmt von einem Extraktor. Machen wir kurzen Prozess. Das hier mit einem Inventar ist voll okay. Mehr Legion. Gucken, da. Oh, meine Waffen. Das geht leider nicht. Ah, ich glaube, Knopf, wir kommen oben. Jetzt? Okay, wir müssen zu diesem Turm dahin. Legion solche an Fauna in der Nähe entdeckt. Was entdeckt? Okay, jetzt haben wir die Kreatur gerettet. Oh, wir sind auch Menschenfreund, ne? Das sind wir. Was kann man denn da drin machen, frage ich mich. Diesen Nebel, also kann man das vielleicht auch befreien? Wäre ja mal gut zu wissen, ob man den Turm da erobern kann, damit man da hinten wahrscheinlich, ne? Wenn man das jetzt zerstört, dann behaupte ich mal. Ich will ihn noch gar nicht holen. Ich komme da nur dagegen, so ein Scheiß. Zu große Hände, glaube ich. So, der Legion. Was ist das denn? Oh, warte mal. Öffnen. Was ist das? Geld. So, meine Leute hole ich erst ran, wenn wir sie brauchen. Das kann noch ein bisschen dauern. Extraktorknoten erledigt. Wie viele Knoten sind denn hier? Da ist noch einer, okay. Ich habe ein paar Mods, aber die scheinen jetzt nicht so viel auszumachen. Obwohl, ich weiß gar nicht, kann natürlich sein, dass sie schon ordentlich. So, jetzt müsste doch frei befreit worden sein. Oh Mist, spring! Geht schon wieder zu. Wo ist der nächste Kern? Meiner.
So. Also man kann ganz gut die ein, wie man diese Thermalschock, finde ich sehr praktisch, wenn man die einfriert. Dann drauf schießt. So. Jetzt müsste eigentlich wieder aufgehen. Jetzt holen unsere Leute dazu. Boom. Sehr gut. Ja, diese Türme sind natürlich so typisch Ubisoft, ne? Assassin's Creed, alles. Na, jetzt befreien wir den wahrscheinlich und dann geht der Nebel weg. Was natürlich cool ist. Aber das kennt man natürlich, ne? Zack. Sehr gut. Frostmunition, neue Mod gesammelt. Okay. So, was ist hier? Okay, ja, jetzt müssen wir uns auf unsere Ziele eigentlich mal ein bisschen konzentrieren. Aber jetzt haben wir das schön befreit da, das ist doch cool. Ja, ist natürlich typisch Ubisoft, ne? Legion solche Anfauna in der Nähe entdeckt. Oh, du bist verseucht. Warte, wir retten dich. Zack. Noch ein. Eine Kreatur gerettet. Ich bin ein Menschenfreund. Ein Tierfreund, Entschuldigung. Mineralproben sind bei Raffinerien heiß begehrt. Na toll. Wo ist die nächste Raffinerie hier? Eins? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die Mission, ne? Kann man hier irgendwo eine Raffinerie sehen? Was ist nur hier? Da könnte ich hin. Dann kann ich da hin teleportieren? Ja. Na gut. Gehen wir erstmal hier und gucken, was hier Sache ist. Sehen wir uns das mal an. Öffnen. Guck mal hier. Gar nicht gesehen. Da ist ein Star. Reagiert auf meine Waffe. Vielleicht sollte ich noch mal eine andere Waffe ausprobieren. Ach, guck mal. Mal sehen, was passiert. Habe ich alles voll bekommen. Ah, okay. Wie cool ist das denn? Hey, eröffnet sich. Faszinierend. Ich empfange ein schwaches Energiesignal. Hüterpanzerung. Wie viele Daten wir sammeln könnten, wenn wir die anderen Türme mit Energie versorgen. Schnappen wir uns erstmal, was drin ist. Mal sehen, was wir finden. Achso, okay. Bei den Sternen. Das ist fortschrittliche Hütertechnologie. Eine Modifikation, mit der ihre alten Raumschiffe angepasst wurden. Cool. Ob die an meinem Arwing funktioniert? Im Ernst? Ich glaube, wir könnten sie gut in unsere Schiffe einbauen. Wenn die anderen Türme aktiv sind, könnten sie zahlreiche Modifikationen für uns enthalten. Na, okay. Wieso geben wir dieser Mod nicht eine Chance? Öffne deinen Schiffscomputer. Okay. Gut, also Schiffs, Waffenmods. Hier werden alle gesammelten Mods angezeigt. Damit kannst du dein Schiff aufmotzen und deine Waffen nach deinem Geschmack abstimmen. Okay. Meine Waffen? Meine Waffenmods. Gewöhnlich, 20% Schaden. Gewöhnlich.
gewöhnlich. Stasis-Schaden. Die Reichweite ist eigentlich ganz gut, so. Okay. Schaut's aus. Das Mineral nochmal mit hier? Cool. Also, was ist mit dem Signal? Der Drake hat definitiv den Turm angepingt. Aber es ist schwer zu sagen, wie es dann weiterging. Fürs Erste sollten wir zur Raffinerie zurückkehren und Eli sagen, was wir gefunden haben. Okay. Machen wir. Razor, ich habe an diesem Hüterturm etwas Seltsames bemerkt. Er besitzt die gleiche Signatur wie St. Grants Artefakt. Das Artefakt, das Shade gebracht hat? Aber das bedeutet, St. Grant hat Hütertechnologie gesucht. Ich denke ja. Ich schließe daraus, dass das Artefakt Teil des Kommunikationsnetzwerks der Legion ist. Hier raus! So? Wenn wir es entschlüsseln können, könnten wir auch den Funkverkehr der Legion abfangen. Und dann finden wir heraus, wo sie St. Grant festhalten. Judge, du bist ein Genie! Und wie entschlüsseln wir es? Eine derartige Analyse erfordert eine immense Rechenleistung. Aber es ist möglich. Wir werden Elektron brauchen. Und zwar viel. Dann sollten wir weiter zur Raffinerie. Vielleicht kann der Prospektor helfen. Ah, machen wir. Es scheint, fehlen noch einige Dinge vom Absturz. Ich habe dem Tracker ein neues Missionsziel hinzugefügt. Einfach mal reinschauen. Achso, Mission auswählen. Okay. Wir wollen jetzt einmal kurz zur Raffinerie zurück. Machen wir gleich die Nebenmission, machen wir danach. Ich glaube, dieses Mineral mal loswerden hier. Das ist auch ein Riesenplanet, ne? Ich meine, das ist ein Planet. Klar, das ist riesig. Okay, da ist der Prospektor. Den werden wir gleich mal schnacken. Wie geht's? Ich bin zurück. Und war das Ganze erfolgreich? Möglicherweise. Es gibt vielleicht einen Weg, die Legion auszuspionieren. Aber dafür brauchen wir mehr Elektrum. Ja, tja, diese Raffinerie macht so viel Elektrum, wie sie kann. Aber mit etwas Hilfe könnten wir das alte Mädchen aufrüsten und bestimmt überzeugen, etwas härter zu arbeiten. Sie braucht nur eine Erzverarbeitungseinheit von der Grabungsstätte. Einfach besorgen und dann teilen wir den Profit schön zwischen uns auf. Klingt doch fair. Klingt gut. Aber Vorsicht. Was muss ich über diesen Ort wissen? Vor etwa 100 Jahren hieß es, dass in Atlas so viel Elektrum zu finden sei, wie man es sich nur erträumen könnte. Kreaturen von überall kamen und gruben nach einem besseren Leben. Dann erwachte die Legion. Das ist davon übrig. So viele Träume, verrostet und zerbrochen. Und für den Rest bedeutet das mehr Waren. Okay, also wir haben ein paar neue Mods bekommen, wie man sehen kann. Huch, falscher Knopf. Da. Zurück, gucken wir uns mal an. Warte mal. War hier. Okay, den wollen wir nicht nehmen. Wir haben ja so einen coolen Mod. Das hier. Verteidigung mehr. Wir lassen mal den drin. Aber ich glaube, Fox McCloud. Punkt? Ne, hat er nicht. Okay. Gut, also Hauptkampf hinterher machen. Flower Power, gebe ich zum Ruin. Datenerhebung, erreiche den Aufprallort. Hey Leute, dem Schadensbericht zufolge sind bei dem Angriff ein paar Datenbehälter aus St. Grants Labor verschwunden. Sie fehlen auf dem Planeten. Ich lade die Position des Einschlags hoch. Das sind keine einfachen Daten. Das ist sein Lebenswerk. Seine Träume. Seine Nova-Forschung und eine Gefahr für die Sicherheit. Wir müssen diese Behälter zurückholen. Wir lassen keine Festplatte zurück. Die Datenbehälter sind mit Transpondern verbunden. Ja, wo sind die denn? Wodurch sie viel einfacher zu finden sind. Dann zeig mir die doch mal. An alle, die das hören! Ich bin gestrandet! Die Legion hat mich abgeschossen! Helfen Sie mir! Damit. Vielen Dank auch, Partner. Ich dachte, ich wäre erledigt. Alles gut. So. Wo sind denn die Absturzstellen? Zeigt sie mir das an hier irgendwo?
Das ist unsere eine Mission. Datenhebung ist die andere. Also da müssen wir hin. Okay. Hui. Ja, es macht echt Spaß zu fliegen, muss ich sagen. Aber das Spiel macht natürlich auch nur Spaß, wenn man früher auch Starwing so gespielt hat. Irgendwie, es hat schon sehr, sehr was damit zu tun, muss man sagen. Ja, okay, wir können jetzt zum anderen. Wäre jetzt, wir müssen in den Weltraum rein, ne? Oder? Gehen wir mal da hoch. Gucken wir, ob wir Kirit helfen. Fliegen können wir nachher wieder zurückfliegen. Ah, es ist schon cool gemacht. Muss ich sagen. So, Hyperantrieb. Aufpassen, wenn ich hier überall reinballern. Ich denke mal, man kann nachher bestimmt auch. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Oh, was haben wir denn hier geschnappt? Oh. Ich hab dich im Visier. Komm, nimm das. Shit. Shit, shit, shit. Ja, du bist erledigt. Warte mal ab, wer erledigt ist. Ich hab mal euer Folie die Fresse bekommen hier. Ich mach dir ein Loch ins Gesicht. Komm her. Ich werde verfolgt. Der reicht, ich bin weg. Erwischt. Da hast du das, du Spast. Mal unten auch noch einen finden. Ah, verdammt, Dax. War zu schnell. Na? So, legt euch nicht mit mir an, ihr Spinner. So, weiter geht's. Ab nach Kirit. Der Kirite, keine Ahnung, wie es heißt. Auf jeden Fall die Datenerhebung machen. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Ach, oh. Ja, durchfliegen. Mist! Uns ist ein Leben ins Netz gegangen. Oh, jetzt geht's. Oh, das sah schmerzhaft aus. Ah, Mist. Komm, helft mir ein bisschen mehr. Einer ist da noch. Gefällt dir das? Verschwinden wir von hier! Oh, ich hoffe, es gefällt dir. So, dann müssen wir runter jetzt. Oh, Zeit zu gehen! So, gucken wir mal. Achso, man kann ein bisschen raus und reinzoomen. Okay, nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Da müssen wir hin. Auch da direkt runter. Nicht, dass wir jetzt irgendwie noch am Arsch der Welt runtergehen. So. Sieht gut aus. Unsere Prospector-Verbündeten haben eine Ladung Elektrum geliefert. Ah, sehr gut. Gucken wir uns auch nachher. Ich bin beim Aufprallort. Thank you.
zu heiß. Behälter geortet. Ich muss die Schubdüsen einsetzen, um da hochzukommen. Verstehen? Den Angst kennen wir nämlich auch gleich. Haben wir die schon? Ah. DNA-Profil abgeschlossen. Fauna identifiziert. Okay, aber hier oben ist es nicht. Ein Jump Run hier mit seinem Flugzeug. Hä? Warte mal, muss doch hier sein. Hä, wie soll ich denn hochkommen? Warte mal. Da oben drauf ist das. Wie komme ich denn da hoch? Jetzt sind wir fast oben. Ach, da drüben ist hier auch. Auf der falschen Seite. Ich hole mir die Daten. Mal sehen, was wir da haben. Bin auch gespannt. Equinox-Daten geborgen. 6 Behälter gibt es laut Frachtliste noch. Okay. St. Grants Tagebuch. Betreff Sarah LeMay. Was? Das muss ein Fehler sein. Das ist keine Forschung. Ach, ich weiß nicht. Kommt drauf an, was erforscht wird. Sarah ist eine typische Armeegöre. Hitzköpfig, aufmüpfig. Außerdem ist sie die beste Pilotin, die je in einem Cockpit saß. Sarah war Klassenbeste in der Akademie, hatte aber einen gewissen Ruf. Sie sagt schonungslos, was sie denkt. Und sie sagt es jedem direkt ins Gesicht. Eine Woche vor Abschluss hat sie abgebrochen. Sarah hat eine Band gegründet und jeden Hinterhofclub auf jedem Kontinent gerockt. Metal ist ihre Leidenschaft. Aber irgendetwas fehlte ihr. Sie wurde geboren, um zu fliegen. Bei einer Show in Deutschland traf ich Sarah wieder. Ich brauchte einen Stellvertreter, der seine Meinung sagt. Egal, wie schlecht die Lage auch ist. Ich holte Sarah weg vom Schlagzeug und setzte Razor an die Steuerung des fortschrittlichsten Jägers auf dieser Seite der Galaxie. Für sie bedeuten Fliegen und Musik beide dasselbe. Freiheit. Okay, erforscht. Auch andere Dinge. Razors akademische Mitschriften, ihr Flugprotokoll, sogar ein paar Setlisten. Er war stolz auf dich, Sarah. Das hat er mir nie erzählt. Razor, alles in Ordnung? Ja, es ist einfach schön, seine Stimme zu hören. Ich vermisse St. Grant auch, aber wir sollten seine Forschung finden. Der nächste Behälter befindet sich in dieser verlassenen Siedlung. Okay, müssen wir den nächsten Behälter holen. Den holen wir. Da hinten ist er. Dieser Siedlung. Mal reinfliegen. Der Transponder ist in diesem großen Gebäude. Ob man da irgendwie hereinkommt? So vielleicht. Wenn dieser Ort wirklich verlassen ist, warum haben sie da noch Strom? Die nutzen sicher Geothermik. Grenzenlose Energie direkt aus dem Erdkern. Ja, aber ich muss sie leider abschalten. Ob jemand zu Hause ist? Sieht nicht so aus, als wäre in letzter Zeit jemand hier gewesen. So, geht man aufmachen? Equinox-Daten geborgen. Nächste Behälter. 5 Behälter gibt es laut Frachtliste noch. St. Grants Tagebuch. Betreff Hunter Hacker. Okay, dann lass mal hören, alter Mann.
Hunter stammt von einer langen, stolzen Ahnenreihe samoanischer Krieger ab. Er war überzeugt, dass er für ein Leben auf dem Schlachtfeld bestimmt ist. Doch wie immer veränderte der Krieg alles. Hunter wurde über Pakistan abgeschossen und widmete sich in einem Kloster im Himalaya jahrelang seinem Körper und seiner Seele. Hunter blickte auf sein Leben zurück und ihm gefiel nicht, was er sah. Dort habe ich Hunter aufgegriffen und ihm einen Platz auf der Equinox angeboten. Er war der einzige Rekrut, der ablehnte. Hunter ist ein Krieger, der weiß, dass er für die gute Sache kämpft. Aber nur, weil er sein ganzes Leben für schlechte Sachen gekämpft hat. Er ist das Rückgrat dieses Teams. Ich beneide seine Kraft, aber nicht den Weg, den er dafür gehen musste. Du hattest eine Chance ausgeschlagen, auf den Equinox zu kommen? Warum? Das ist eine Sache zwischen mir und St. Grant. Nicht zu glauben, dass er Bericht über uns geführt hat. Ja, und wir erfahren es auf diese Weise. Ich habe noch einen Behälter gefunden. Der ist auf der Spitze von diesem Turm da gelandet. Na, dann sehen wir uns das mal an. So. Ja, cool. Denn Grant hat also viele Geheimnisse gehabt, die er gehütet hat. Schauen wir uns gleich mal. Schauen wir uns gleich mal alles an. Aber für jetzt ist erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, damit wir sehen können, was er über die anderen Crewmitglieder noch rausgefunden hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.